Der Kampf gegen Anubrikan besteht aus zwei Phasen. Getankt wird er da, wo er steht, an der Wand. Bevor ihr euch allerdings auf den Boss fokussieren könnt, müsst ihr noch die zwei Adds vor ihm umhauen. Tankt sie mit dem Rücken zum Raid, sodass nur euer Off-Tank den Cleave abbekommt. Eure Melees positionieren sich hinter ihm im Halbkreis mit etwas Abstand und eure Heiler und Damage-Dealer verteilen sich ebenfalls mit Abstand im ganzen restlichen Raum. Der Grund hierfür ist einer seiner beiden Fähigkeiten durchbohren. Diese nimmt einen zufälligen Spieler in den Fokus, schickt ihn eine Welle an Stacheln entgegen, stunt alle Spieler, welche sich dazwischen befinden und richtet Schaden an. In dieser Phase also alle, soweit es geht, auseinanderstehen. In Phase 2 castet er Heuschreckensparm. Hier laufen, am besten kurz vorher, alle Melees vom Boss weg, der Tank zieht ihn am äußeren Rand des Raumes auf die andere Seite und der Rest hält mindestens 30 Meter Abstand zu ihm. Während Heuschreckenschwarm spawnen Gruftwachen, welche getankt und gefokust werden müssen. Das ganze Spiel wiederholt sich so lange, bis er stirbt.